Der 390er, der meistgesehene bei uns, ist es eine richtige Knutkugel. Und wenn du mal kurz rauskommst, die Arme nochmal ausbreitest und guckst, dass wirklich jetzt keiner reinläuft, weil das Ding ist wirklich so genial und so klein und so schön, dass Sabrina Fehminger bei ist. Ich grüße dich. Hi Sven. Ja, long time no see, oder? Ja, genau, aber doch noch gekannt. Ja, wir haben einen neuen Termin. Hast du einiges bereit? Gibt es viele Neuigkeiten? Ja, lasst euch überraschen. Ja, das heißt, die neue Ware ist eingetroffen, ne? Die neue Ware ist da und wartet auf euch. So, 390er, hier wurde viel geändert. Das ist ja so nun gar nicht deine Welt. Du bist ja so in dem ganz großen Segment der Doppelachser unterwegs, ja. Und trotzdem ist der 390er ein Raumwunder, oder? Das ist immer ein Raumwunder. Du weißt doch, ich habe Knutschkugeln. So, komm mal mit. Du kommst aus Idar-Oberstein. AMC Schmidt ist das Ganze, die Serviceklappe. Die macht wirklich einiges her. Die ist sehr praktisch. Option? Gerade in dem Moment auf dem Wohnwagen, jawohl, unter dem Bett, dass ihr ganz viel noch mitnehmen dürft und könnt. So, man kann sehr bequem durchladen, das gab es nicht immer, so Serviceklappen. Ihr konntet die aber schon immer einbauen, ne? Ja, das ist so. So, und dann hast du ja hier ein Tabat-Fahrzeug. Ich sag mal so, du verkaufst, glaube ich, nichts anderes wie Tabat. Ja, deswegen ist immer blöd, wenn man dich nach einer konkreten Meinung fragt. Aber wenn jemand schon so lange Tabat verkauft, dann, ich sag mal, und dann extra zum Beispiel bestimmte Dinge weiß umlackiert, wie zum Beispiel hier unten die Stoßfänger, wie hier die Felgen zum Beispiel, und man die dann hier auf der Messe in weiß sieht, dann fragt man sich doch, wo haben die sich das abgeguckt? Innovative Ideen nennt man das, Sven. Ist wirklich so. Ihr habt wirklich aufwendig in Idar-Oberstein die immer umlackiert teilweise, oder? Wir haben die Stützen umlackiert, wenn der Kunde das möchte. Aber das sind immer Geschmäcker, weil sie sind ja halt unter dem Wohnwagen. Ja, es ist so. 3,90 Meter Aufbaulänge. Ist das korrekt hier in dem Fall? So. Und hinten, aber du siehst, von hinten kannst du es nicht unterscheiden, kaum, oder? Vielleicht eventuell am Fenster. Ob das ein großer oder ein kleiner Wohnwagen ist? Ja, genau. Ja, tatsächlich würde man am Fenster sehen, ob du einen 390er hast oder ob du jetzt ein anderes Fahrzeug hast. Wer ein Auge dafür hat, sieht das. So, hier oben siehst du hinterlüftete komplette Dächer. Das Schlimme ist ja, wir haben schon so oft miteinander gedreht. Das Dach selber, ist das auch hagelfest? Das Dach ist ein GFK-Dach, welches beim Rossini dann aber tatsächlich noch an Top bestellt werden muss. Okay, also wenn ich das habe, das Schöne ist ja, wenn es wirklich mal hagelt, auf dem Dach siehst du ja die Dellen nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist so. Aber das ist natürlich nicht schön für alle. Ist das schon mal passiert bei euch auf dem Hof, einmal so ein kleiner Hagel? Bei uns auf dem Hof ist es noch nicht passiert jetzt in der letzten Zeit, nee. So, Glattblech oder Hammerschlag? Das ist die große Frage, die sich alle stellen. Genau. Ich bin immer so der Meinung, kann man hier beides kriegen? Du kannst hier tatsächlich beides bekommen. Als Option halt die Glattblechfunktion. Dann hast du auch die Seitsfenster mit drin und die Markisenleiste vorne beleuchtet. Aber du sagst, das Hammerschlagblech ist gar nicht so schlecht, denn das dehnt sich aus. Man kann es sehr gut reparieren, denn wo hier unten, glaube ich, diese, ich sag mal, Leiste drin ist, da ist, glaube ich, ein kleiner Falz. Nein. Hier in dem Fall nicht. Nach oben. Da ist der Falz. Das heißt, du musst nicht alles austauschen. Ja, geschweige denn, dass du das überhaupt austauschen musst. Da sind die Meinungen geteilt. So, wenn ich jetzt hier einen Schaden habe, jetzt fährt der Fahrradlenker dagegen. Was mache ich denn dann? Kann man Teile tauschen? Man kann hier schlecht Teile tauschen, Sven. Du bist so ehrlich. Du musst dementsprechend dich da auf deinen Berater irgendwelcher Art verlassen und auch auf den Schaden, der da fabriziert wurde tatsächlich. Okay, das heißt, du musst überlegen, ob die ganz kleine Delle, die sieht man ja kaum am Hammerschlag, beim Glattblech schon viel schlimmer, ne? Da siehst du alles. Etwas eher, genau. Okay, deswegen diese Rammschutzleisten, ihr habt manchmal sogar drei oder ist zwei das Maximum? Was meinst du? Diese Leisten, ja genau. Da zwei. Und das kommt auf die Länge vom Fahrzeug, würde ich es immer halt dementsprechend empfehlen. Bei der Hammerschlag-Variante siehst du, auf dem kurzen Stück reicht eine. Das würde dir auch bei dem Glattblech dann so funktionieren. Aber bei dem Glattblech rate ich immer auf einer gewissen Länge tatsächlich eine zweite Leiste mit zu bestellen. So, und gerade eben habe ich kleine Einführung bei der Simone gemacht. Wozu der gelbe Ring da ist, du kannst es mir sagen. Ja, das ist die Stützlastwaage, integrierte Stützlastwaage. So, Gaskasten mit Alu-Riffelblech, also Tabat ist ja schon im Knaus-Tabat-Konzern schon die Top-Marke, kann man schon sagen, oder? Ja. So, ist so, ich sag mal, die Mittelklasse ist Knaus, kann man so sehen? Man sagt in dem Konzern, wie wir ja auch dann verkaufen, wie gesagt, Weinsberg, Knaus, Tabat. Tabat. So, innerhalb des Tabat-Konzerns gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, das zu individualisieren. Was ist denn das hier jetzt für einer? Das hier ist jetzt ein Da Vinci, ein 390er. Genau, da fängt es an? Da fängt man an mit dem Rossini, Da Vinci, Vivaldi,
Puccini Cellini. So, und da habe ich gelernt, dass jedes Mal jede andere, ich sag mal, Aufbauvariante hatte eine andere Holzfarbe. Das heißt, innen drin unterscheiden die sich jetzt weniger, der eine ist besser oder der andere ist schlechter, sondern die Ausstattung in den Holzfarben ist anders. Genau, das zeichnet dann halt Rossini etwas gräulich, Da Vinci, wo du jetzt drin dich bewegst, der Vivaldi, Buchefarben, weißes Dekor, Glanzoberflächen und der Puccini, dunkles Holz mit dem Cellini, auch dunkel. So, du weißt, was in diesem Wohnwagen das absolute Highlight ist? Das Highlight? Simone Zöller. Komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal sehen. Du hast eine sehr, sehr schöne Sitzbank, ist aber auch hier an dem Sonntag. Was war der stärkste Tag? Du bist schon lange hier? Wir sind jetzt schon den 9. Tag hier, jawohl. Und wie war's? Heute ist nochmal gut frequentiert, genau. Du hast schon gar nichts gesagt. Ja, Messe verabreden, Messetag und so. Aber wir haben einen Drehtermin, glaube ich, jetzt. Haben wir schon vereinbart. Genau. So, da komme ich zu dir nach Ida Oberstein. Du bist der größte Tabakhändler Europas und die Leute feiern dich immer wieder in den Videos. Hast du ja schon gesehen, gell? Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Die Frau ist sehr glücklich, sehr wahrscheinlich. Die Woche, eine Frau morgens hier auf dem Stand, die Frau kenne ich. Ich sage, ja, woher? YouTube-Videos von Sven. Okay, gut. Hallo, sind Sie gegrüßt? Habe ich dir die Story erzählt, dass du gesagt hast, nicht nur Visitenkarten machen lassen und so weiter und so fort, Fankarten machen lassen, kommt sie abends wieder. Ich bin zwar schon groß, aber darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Er hat sie gemacht? Ja. Sie haben auf die Videos in Corona-Zeiten den Wohnwagen tatsächlich mit deinen, unseren Videos geschaut. Okay, und hoffentlich bei dir gekauft, ja? Schande. Leute dann tatsächlich verneint. Also ja so, ich meine, du bist ja hier der absolute Star im Südwesten, muss man schon sagen. Also du bist ja in Ida Oberstein und gibt ja viele Tabakhändler, aber es lohnt sich zu dir zu kommen, weil ihr habt ganz viele Bauplätze. Also das ist ja auch was ganz Entscheidendes. Wer hat die meisten Bauplätze reserviert? Ich weiß nicht, ob ihr die meisten habt. Ihr habt wirklich viele, oder? Wir haben echt viele und sind jetzt auch da dabei, für 2024 für euch kräftig tätig zu werden. Kriegt man noch was 23 eigentlich? Also bei uns leider nicht mehr. Echt nicht? Echt nicht? So, ihr habt ja ganz viele Doppelachser. Ich glaube, Tabat ist richtig gut für Doppelachser. Das ist aber dasselbe Band. Das heißt, die Qualität von dem Fahrzeug hier ist das gleiche. Also wenn es nicht gerade der große Cellini ist mit der 6 cm Schicht, ja. Was hat der hier an Aufbau? An Sandwich? Dicke? An Sandwich? Der hat das Tabat-Sandwich-Dach in dem Moment. Du musst 6 cm. Oh, Sven, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß heute Sonntag. Boah, ich habe mir das nämlich gemerkt in dem Video gestern. Wir haben ja gedreht gestern mit dem Pressesprecher, Sprecher von Tabat, dem Stefan. Und der hat mir erzählt, dass das im Cellini, das Dach wäre besonders dick. Und das ist hier wahrscheinlich ein bisschen dünner, ne? Ja, das ist ein bisschen dünner. So, darauf können wir uns einigen. So. Verlasst uns heute, ja. So, wenn du dich mal gerade da reinsetzt und da können wir mal sagen, ich zeige euch beide mal. Das ist eine Face-to-Face-Sitzgruppe, sogar. Das nennen im Neudeutsch, also man sitzt sich quasi gegenüber und dann hast du hier an der Seite hast du ein Querbett mit drin, aber das Querbett, anders wie beim Wohnwagen oder beim Wohnmobil, lässt sich das extrem gut belegen. Wenn du dich mal gerade rückwärts fallen lässt, bitte. Und das Schöne ist, du musst dann nirgendwo reinklettern und das lieben die Leute, oder? Korrekt, genau. Du hast gemerkt, die will gar nicht mehr aufstehen, wenn sie hier rauf geht. Da ist ein Querbett mit dabei. Ihr habt alles mit Bezügen hier gemacht. Die kann man waschen. Also wenn da einer jetzt auch mal wie hier Simone mit Schuhen drauf geht, das ist eingeplant, ja? Das ist mit eingeplant und die Kunden sollen ja auch das Ganze austesten. Nicht kaputt machen, aber austesten. So, ausprobieren, das Raumgefühl. Hier an der Seite sieht man viele innovative Lösungen, wie zum Beispiel ganz neu eine Staukastenklappe, nee, die ist nicht neu, aber da sieht man auch mal schön, du hast voll Korpusmöbel, richtig, innen auch. Kannst dementsprechend die hinterlüftete Staufächer, kannst du ja nochmal hier ein bisschen reinhalten und zeigen, genau. Gibt es hier auf Wunsch eine Alterheizung eigentlich auf dem? Bei dem Kleinen nicht. Bei dem Kleinen nicht, bei den Größeren? Ab dem Vivaldi aufwärts kannst du mit der Alte irgendwo rechnen als on top. Also Warmwasserheizung, aber hier der ganz Kleine, der läuft gut, der ganz Kleine, oder? Ja. So, zeig mal, kann man hier unten drunter noch ran, eigentlich hochklappen? Ja, du kannst ja, wie gesagt, so, zeig mal bitte. Stauklappe haben, was ja eben schön von außen gezeigt wurde. Und hier kannst du hoch, ja. Hier, die, wir tauschen jetzt, ja. Wir tauschen mal gerade, also das wird das aber mal sehen. Wir haben Platz in der kleinen Hütte, haben wir. So, also ein kleines... Du einmal nur das Tellerrost, dass du das Komfortschlafsystem in dem Effekt siehst. Ja, das ist sowas Ähnliches, ja. Wie Folie. Dann hast du hier in dem Moment die
Komfortmatratze. Das ist eine Schaumstoffmatratze. Ich weiß nicht, ob man es gut auf dem Video jetzt sieht. Hier oben ist so eine aufgenähte blaue Funktion. Das nennt man diese Voltagen-Auflage, Topper. Und wie gesagt, Komfortschlafsystem sind dann die Teller auf dem Lattenrost. Und tschupp. Hast du gemerkt? Federn. Boah, das ist ja toll. Das da unten ist der Boiler. Das heißt, du machst mit der Luft warmes Wasser, oder wie? Nee, mit der Luft machst du kein warmes Wasser. Elektronisch machst du das warme Wasser. Und was geht da raus an der Seite bei der Truma? Bitte? Was geht da raus an der Seite, da diese Rohre, die rausgehen? Die Rohre, das sind deine Rohre für die Heizungsumluft. Die wird ja hier drin verteilt. Die sind hier in den Staukästen mit verlegt. Aber wieso geht die Heizungsumluft durch den Boiler durch? Wie geht die Heizungsluft? Guck mal da ist doch der Boiler unten drin. Oder, ja. Oder ist das da schon die Heizung? Das ist die Heizung. Aber guck mal, da geht doch durch die Heizung geht doch Luft durch. Siehst du da? Die Luft zirkuliert in dem Moment und dementsprechend. Jetzt sag mal. Guck doch mal hin. Da ist doch hier ein Boiler. So, und da gehen die in den entsprechenden Heizungsrohre durch. Das ist ein Wärmetauscher. Hast du schon gesehen? Sven, jetzt weiß ich, auf was du raus willst. Das warme Wasser wird mit der heißen Luft gemacht. Dann sag das doch. Dann mach das doch. So, also ich habe das ja ganz neu gesehen. Normalerweise haben wir doch den Boiler für das warme Wasser, weißt du noch? Wir haben die Therme normalerweise, wenn wir unsere 5 bis 6 Liter in dem Moment im Durchlauf haben. Oder haben die 14 Liter den Boiler oder den BN10-Boiler, wo wir uns immer unterhalten. So, und jetzt wird quasi über diesen Wärmetauscher, der hat wahrscheinlich noch einen Elektrostab drin, oder? Nehme ich mal an. Nee, der hat keinen. Hat gerade keinen Elektro. Das heißt, der macht im Prinzip mit der warmen Luft macht er ja warmes Wasser. So, oder vielleicht auch nicht. Wir lassen das mal offen. So. Weißt du, wir beide sind ja wie so ein altes Ehepaar, muss man sagen. Und wir müssen uns erst wieder eingrooven. Wir haben schon so lange nicht mehr gedreht. Ja, und dann auch schon am 9. Tag. Es war auch meine Schuld, muss ich sagen. Also, ja, du hast mich überfahren und. Überfallen. Aber nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt Spaß. Stimmt. Küche, zeig mal. Ja. Da haben wir. So, zumal die Leute jetzt immer noch nicht gerafft haben, was wir eigentlich wollten jetzt gerade mit dem, was wir gesagt haben. Ich bin dezent verwirrt. Ist ein Insider. Also wir haben überlegt, wie man hier das warme Wasser macht. Wir haben doch diesen Wärmetauscher gesehen, den wir gefilmt haben in der Styroporbox. Ja. Und meine Vermutung war, dass das ein Wärmetauscher ist für warmes Wasser. Dass da also warme Luft durchgeht und die dann so weit erhitzt, dass das Wasser warm wird. So, ja. Kühlschrank, ein Kompressor. Nee, ein AES haben wir hier. Da haben wir. Ja. Also ein AES-Kühlschrank ist hier mit drin, ein kleiner. Dann haben wir ein 3-Flammen-Kochfeld. Ich merke schon, du bist der Vollprofi für die Doppelachse, weil man hat hier schon so wenig Platz. Normalerweise drehst du dich ja in der Mitte drin. Ja. Aber das hier ist ein Raumwunder. Also wenn du hier auf 3,90 Meter, es geht. Dann große Küche. Ich zeige dir mal komplett, dass wir das mal sehen. Und das Wasserfiltersystem, das habe ich uns noch nicht ganz verstanden. Das kannst du mir gleich mal erklären, nachdem du die Kappen machst. Ja. Ist das Trinkwasser anschließend? Nein, das ist kein Trinkwasser. Das ist einfach nur das Wasser einmal nochmal durchzufiltern. Also ich würde es aus dem Behälter nie unbedingt jetzt trinken. Wenn es direkt vom Festwasser kommt, ja. Aber nicht über den Wassertank. Also ich würde es nicht machen. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel einen Festwasseranschluss hast, der jeden Tag verbraucht wird, wo du jeden Tag duschst, den einmal leer machst und so, da ist es nicht so wild. Direkt Citywasseranschluss. Ja. Aber über den Tank selber sollte man dementsprechend nochmal tätig werden, den immer auch dann zu reinigen und sauber zu machen. Also lieber nicht, sagst du. Also im Zweifel. Muss okay. Jeder entscheiden. Ja, zumal der Tank muss ja auch regelmäßig gereinigt werden. Das ist das, genau. Was du sagst. Weil was bringt der Filter, wenn im Tank anschließend dann doch die Keime noch drin sind, weil man ihn eben nicht sauber gemacht hat? Je nachdem, mit was du auch befüllt hast. Wenn du jetzt ein unsauberes Gefäß hast oder hast einen Schlauch, den du da reingelegt hast, dann hast du auch die Bakterien da drin. Ja, schön ist, dass die mit dem Frischwasserschlauch gerne auch schon mal die Klokassette ausspülen. Ach, Sven! Ja, das passiert, habe ich schon gesehen. Tatsächlich ist auch. Ja, dann ist am Rand noch ein bisschen von dem. Naja, komm, anderes Thema. Der Kleiderschrank. Schrank, ja genau. So. Du, Camping ist auch, das ist wie im echten Leben, ja. Wenn du einen Ehemann hast, der ist inkontinent, ja, dann musst du dich auch mit dem beschäftigen. Und hier ist es auch so, man muss auch die Klokassette wegbringen hier, oder? Heute ist es ein kleiner Scherzkrieger, gell? Du, es ist Tag Nummer 10. Ich habe so viele Chemietoiletten gefilmt, so viele Trenntoiletten. Es gibt eine Einschweißtoilette, hast du die gesehen? Ich habe gesehen, es gibt was Neues, ja. Ja, und den Erfinder haben wir heute Morgen gefilmt. Toll. Der ist alles schon am Ausmessen. Die Einschweißtoilette hat gesagt, man kann im Prinzip das Flüssige und das Feste kann man in den Beutel da machen, der wird eingeschweißt, okay. Und es kommt in den Hausmüll. Ja,
Ja, aber ich habe auch irgendwo einen Anbieter gesehen, ich weiß nicht, ob das der jetzt genau ist, den du jetzt meinst, dass dementsprechend auch diese Trenntoilette mit einer Kassette und wohl irgendwo die an eine normale angeschlossen werden kann. Das muss ich mir mal noch erklären. Ach nee, das ist in Halle 3. Du kannst sie umbauen lassen. Du kannst aus einer Tedford kannst du eine ganz normale Trenntoilette machen. So in 10 Minuten. Ja, das haben wir gefilmt. Den Anbieter kann ich dir zeigen. Ja, ganzen Film gemacht. Kann ich dir schicken. Also kannst aus jeder Tedford Chemiekassette kannst du das jetzt umbauen lassen. Wie es genau heißt, könnt ihr den Film entnehmen. Vielleicht mal zur Heizung. Das ist was ganz Besonderes. Ist ja hier getrenntes warme Wasser und die Heizung, das ist dem geschuldet, dass die Wohnwagen sehr oft nur im Sommer benutzt werden. Und dann braucht man ja nicht unbedingt permanent die Heizung laufen lassen, um warmes Wasser zu machen. Warmes Wasser über Elektronik, ja. Gut, wir sind durch. Du merkst schon, wenn ich mit Sabrina dabei bin, sind wir schnell, wo wir vorhin 8 Minuten waren, sind es 15 Minuten, weil Sabrina so viele Details weiß, wie zum Beispiel, wo wird denn hier der Fernseher montiert? Da wird der Fahrrad tuddelt hier, guck mal da. Da wird der Fernseher montiert. Wenn der geklaut wird, der Wagen, da gibt es eine kleine Option, ist die immer eingebaut? Die Hardware ist immer eingebaut und der Kunde kann in dem Moment mit dem Velocate-Anbieter einen Vertrag sozusagen machen, um diese App dann zu nutzen. Kann ich das auch machen, wenn der schon geklaut ist, dass ich das nachträglich aktiviere? Ja, dann kannst du dich mit dem Herrn Pauli auseinandersetzen und der macht dann dementsprechend dir diesen Tracker auf. Und scharf. Dann müsst ihr halt mit dem euch auseinandersetzen. Okay, ich verstehe. Das heißt also, wenn es geklaut wird, der Tracker ist schon eingebaut? Ja, korrekt. Cool. Und das passiert... Wir wissen das heute auch. Und das passiert leider bei Tabat. Also Tabat ist sehr begehrt. Jetzt macht den Leuten keine Angst, dann kommen die nicht mehr und kaufen Tabat. Nee, Quatsch. Nein, ist aber schon sehr begehrt. Eine Sicherheit, genau. Also ich weiß nur, was noch Fendt und Tabat stehen so auf der Top-Liste der Autos, der Fahrzeuge. Ich weiß, du weißt das, du magst das nicht, wenn ich den Namen Fendt in den Mund nehme. Aber Fendt ist ja auch eine wirklich Traditionsmarke, die unglaublich oft geklaut wird. Und meistens kommen die irgendwo in Holland an. Das ist interessant, oder? Das ist tatsächlich so. Also warum auch immer die in Holland landen, weiß ich nicht, aber oft ist es so, das habe ich gehört. Komm, wir gehen raus. Da sind wir zusammen mit Sabrina Fehwinger. Unverhofft kommt oft, ja, dann fahren wir hier nach Stuttgart und ich krieg dich nicht los. Ich bin nach Düsseldorf zufällig gefahren, da warst du auch. Sowas? So, du bist aber nicht auf irgendwelchen lokalen Messen, es sind die zwei Messen, glaube ich. Es ist Düsseldorf und Stuttgart, richtig. So, und habt ihr ein bisschen was geschrieben? Wir haben auch was geschrieben, jawohl, mit Tinte. Du weißt, dass nicht so viele Händler hier so viel geschrieben haben dieses Jahr, aber ihr seid ein bisschen anders. Die Leute kommen ganz gezielt zu dir. Ist das mit diesem orangefarbenen Schal mittlerweile angekommen bei den Leuten? Das kennst du doch mit dem orangefarbenen Schal, aber dieses Jahr in Stuttgart ist ein bisschen kälter, deswegen haben wir unsere Hosenträger nicht an. Achso, sie hat normalerweise orangefarbene Hosenträger an. Okay, verstehe. Ja, und da hat irgendwann mal, hat der Schmidt das dann eingeführt, hat gesagt, wir müssen irgendwas Orangefarbenes machen, weil das ist bei euch im Logo drin. Ich zeig's mal gerade, da ist es AMC Schmidt in ihr Oberstein, der größte Tabathändler der Welt. So kann man sagen, zumindest mal von Europa oder im Hunsrück. Nee, ihr seid an der Nahe, seid ihr? Im Hunsrück, Nahe, genau. Okay, tschüss euch beiden. Ciao.